Hey Leute, ich bin's wieder Simon und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich euch die besten, beziehungsweise zumindest meiner Meinung nach, coole Übergangsjacken vor. Mittlerweile kommt ja wieder so die Zeit, wo man die Winterjacke mal Gott sei Dank beiseite packen kann. Und von daher, Übergangsjacken sind relativ interessant. Ist für mich selber auch so ein Thema. Also ich habe meine eine Madison College Jacke, die wirklich sehr, sehr cool ist, muss ich sagen. Die ist aber leider sold out, deshalb auch nicht im Video mit dabei. Aber allgemein, ich bin auch immer so sehr unschlüssig, welche Übergangsjacke ich nehmen soll. Von daher stelle ich euch heute 6 Stück vor. Also pro Jackenart quasi nur eine, also zum Beispiel nur eine College-Jacke und so weiter halt. Ich denke, ich habe da eine recht coole Auswahl getroffen, so was Elegantes, was Streetwear-mäßiges, was Vintage-mäßiges und so. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach cooles Zeug mit dabei. Und jetzt, dann würde ich sagen, fange ich einfach mit dem Video an. So, angefangen eben mit der Dawncare CEO College Jacket. Eine wirklich coole Jacke, auch quasi ähnlich der Ruff College Jacket, die ich in diesem Video tatsächlich mal nicht vorstelle. Ich habe sie jetzt schon oft genug vorgestellt. Auf jeden Fall eine wirklich sehr coole College Jacke. Eben hier schwarzer Body quasi, dann eben wieder hier an den Bündchen schwarz mit weißen Streifen drauf. Auf der rechten Seite steht eben gestickt A Few Good Kids und darüber ist, glaube ich, in so einem Fließmaterial ein roter Mann, der, glaube ich, singt und sein Mikrofon so hoch hält. I don't know, da drunter sind eben so ein paar Striche und noch sowas Sternartiges. Die andere Seite ist komplett clean und auch nur auf dem Ärmel ist dann nochmal eine 3, was ich relativ cool finde. Auf dem Rücken ist ganz groß quasi wie das NBA-Logo, nur eben nicht dieser ganz normale NBA-Player, der drauf ist, sondern eben wieder dieser Sänger quasi. Und darunter steht eben ganz groß CEO. Könnte meiner Meinung nach auch einfach weg sein. Eine cleane Rückseite hätte ich, glaube ich, deutlich mehr gefeiert. Auf jeden Fall trotzdem cool so. Bringt halt nochmal deutlich mehr Farbe mit rein, was mir jetzt nicht so ultra gut gefällt. Ich finde aber dieses schwarz-rot-creme-weiß cool, muss ich sagen. Auch die Knöpfe in Rot gefallen mir gut. Weiße Knöpfe hätten es wahrscheinlich auch getan. Aber auf jeden Fall eine wirklich coole Jacke. Kostet, meine ich, 200 Euro. Sieht mir aus, als hätte sie Lederärmel. Von daher auf jeden Fall ein sehr cooles Teil, nicht wirklich clean, also ist schon so eher auffällig. Aber den einen oder anderen auf jeden Fall cool, denke ich. Mir persönlich gefällt die Ruff College Jacke nochmal besser, muss ich sagen. Die kostet aber auch nochmal 100 Euro mehr, von daher. Aber auf jeden Fall eine wirklich coole Jacke und dann komme ich jetzt eben zur nächsten. Die nächste Jacke hatte ich schon öfter mal vorgestellt und zwar ist es die Carhartt Trucker Jacke. In diesem braunen Farbton, sehr orangebraun und dann eben noch so einem Kragen, der in so einem dunkelbraun ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht sogar ein Kordkragen ist. Auf jeden Fall insgesamt eine sehr, sehr stimmige, sehr cleane Jacke, die in diese Vintage-Richtung geht auf jeden Fall. Gibt ja auch viele Vintage-Modelle von der, die im Moment im Umlauf sind und so. Auf jeden Fall cool, hat halt so ganz klassisch die Reißverschlüsse und so. Hier dann noch so eine Brusttasche, wo da drunter das Carhartt-Logo ist. Dann eben einen dicken Zipper, um halt die Jacke auf und zu machen zu können. Auf jeden Fall sehr cool, auf dem Rücken ist nichts. Schnitt weiß ich nicht genau, ich denke mal aber, dass der nicht groß oversized sein wird, weil es eben wirklich eine Arbeiterjacke ist und jetzt nicht so eigentlich zu Fashion-Gründen gedacht ist. Aber Carhartt fit ja immer groß so und anhand meiner Carhartt Hose kann ich auch sagen, dass die Qualität vermutlich sehr gut sein wird. Sehr robustes Material, eine sehr feste Jacke halt einfach, weil es eben eine Workwear-Jacke ist. Auf jeden Fall ein cooles Teil für 85 bis 160 Euro, was die auf Amazon kostet. Je nach Size ist es, glaube ich, unterschiedlich. Sollte man da nicht großes mit falsch machen können, wenn man eben diesen Vintage-Film fährt, was ja im Moment wirklich viele machen. Auf jeden Fall ein stabiles Teil. Und wie gesagt, alle Jacken sind eben in der Beschreibung verlinkt, es sei denn, sie wären jetzt irgendwie auf einmal von der Website runter oder sowas. Als nächstes eine Bomberjacke von Alpha Industries, die ich auch schon das eine oder andere Mal jetzt vorgestellt habe. Dieses Mal habe ich hier die schwarze rausgesucht. Ist halt einfach dieses klassische Modell von Alpha Industries, aber die aufgeplusterte, halt die wirklich dicke Breite, die Leute halt breiter aussehen lässt so. Auf jeden Fall, irgendwie in letzter Zeit fühle ich Bomberjacken immer mehr. Die hat halt noch wieder diesen roten Alpha Industries Patch da quasi dran an der Armtasche, der mir jetzt nicht so gut gefällt, aber halt dazugehört bei Alpha Industries Jacken. Alpha Industries ist ja auch quasi so das Ding, wenn man an Bomberjacken denkt. Für mich zumindest. Qualität und alles sollte bei denen, glaube ich, gut sein. Ich hatte mal eine von denen in der Hand, also nicht besessen, aber in der Hand so. Da wirkte alles cool so. Fit ist halt groß einfach, aber nicht wirklich oversized, würde ich sagen. Und eben seit ich die beste Bomberjacke gesehen habe, bin ich wieder voll auf diesen Bomberjackenfilm irgendwie. Feiere ich einfach. Es sieht so aus, als hätte die auch so leicht zusammengezogene Ärmel hier am Rand eben. Was immer einen coolen Effekt so hat, dass es halt so stackender aussieht. Ich denke, die Jacke hält auch gut warm. Patrick Spector hat die ja, glaube ich, auch in diesem Rotton. Und hat die als Winterjacke verwendet, von daher auf jeden Fall eine coole Jacke. Bomberjacken auf jeden Fall schon ein Statement, die haben ja mehr so diesen Fucked-Up-Vibe. Für manche sind Bomberjacken vielleicht auch noch so mit Nazis verbunden. Da habe ich ja auch mal was in meinem Kunstprojekt-Video zugesagt, was irgendwann im Dezember online kam. Falls es mir interessiert, das heißt, glaube ich, der Wandel der Mode oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall ein witziges Video gewesen. Aber von daher könnten manche da noch so diesen Bezug zu haben und deshalb Bomberjacken meiden.
Ich persönlich habe da jetzt nicht groß diesen Bezug zu, also ich kann es noch verstehen. Aber ich finde Bomberjacken auf jeden Fall cool und finde auch, dass man sie gut tragen kann. Also mir gefallen sie auf jeden Fall. Und yes, das war's jetzt zu dieser Jacke. Als nächstes eine Jacke, die jetzt vermutlich nicht so viele hier erwartet hätten. Und zwar mal wieder eine Jeansjacke. Und zwar eine Levi's Made and Crafted Oversize Jeansjacke. In so einem etwas helleren Blauton. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So quasi mittig auf der Jacke hat sie quasi einfach hier und da eben eine Tasche. Also jetzt nicht irgendwie oben oder unten so orientiert, sondern wirklich einfach mittig. Dann hier oben nochmal so eine dicke Naht drüber. Gefällt mir wirklich sehr gut. So leicht verwaschen auch, was einen coolen Vibe nochmal gibt. Und hat eben einen Oversized Cut, was meiner Meinung nach wirklich wichtig ist. Bei normalen Jeansjacken fitten ja schon eher so etwas mehr skinny, was jetzt nicht ganz mein Vibe ist und was ich halt schade finde, weil ich finde in letzter Zeit Jeansjacken irgendwie voll cool, so I don't know, so ein bisschen wurde ich da von JD geinfluenced, der ist ja groß im Game, was das angeht, meine ich. Also ich habe ihn ein, zwei Mal irgendwie so eine Jacke rocken sehen und auch in seinen APU-Videos hat er ja mal eine vorgestellt. Von daher, ich finde auf jeden Fall Jeansjacken sehr cool. Die hier kostet 160 Euro bei Levi's. Ich kann nicht genau sagen, ob sie jetzt noch lange verfügbar ist, weil ich meine, sie ist limited. Ist ja halt so eine Special Edition. Auf jeden Fall eine wirklich coole Jacke und das ist halt so quasi dieser Standardfarbton. Dann gibt es sie aber auch nochmal anders, dann ist sie halt in so einem Cord-Optik quasi, also zumindest so diese Cord-Haptik, in so einem ganz hellen Blau, geriffelt halt irgendwie, hat es einen krassen Vibe. Ich weiß nicht, ob ich es selber tragen werde, aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr, sehr krass vorstellen. Irgendwie gibt mir so diese Jacke, diese Pharrell Williams-Vibe, dass er die gut tragen könnte. Kann man auf jeden Fall auch was Krasses rausholen. Ist jetzt schon deutlich ausgefeinert dann als eben die von davor, die halt wirklich Standard war. Stelle ich mir auf jeden Fall cool vor. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, ist in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ist jetzt auch nicht so das, was groß im Hype ist, Jeansjacken gerade, also eigentlich nahezu gar nicht. Finde ich aber trotzdem cool irgendwie. Von daher, schaut mal vorbei, kann man bestimmt was Cooles rausholen. So, die letzten beiden Jacken sind jetzt eher in die elegantere Richtung. Und zwar angefangen mit der Cold Laundry Pine Crop Jacket. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die dafür gedacht ist, so draußen getragen zu werden. Aber irgendwie, ich habe die auf der Website gesehen, fand sie einfach mega, mega cool. Ich kann gar nicht genau sagen, was für Material es ist. Es sieht so ein bisschen nach Baumwollmaterial aus oder so. Dann hat sie hier so eine große Knopfleiste mit halt wirklich dicken Knöpfen und auch nur vier Stück insgesamt, was einen krassen Vibe gibt. Hier eben so zwei Taschen, die jetzt halt einfach nur, aber quasi auch nur so eine Öffnung sind und nicht irgendwie mit einem Reißverschluss oder so sind. Und halt auch so vertikal, ist es richtig? Ich habe keine Ahnung, Mathe kann ich nicht. Und dann hat sie halt eben so einen umgeschlagenen Kragen. Und sonst hat die Jacke nichts. Und das finde ich eben so cool. Diese Farbe ist halt einfach sau cool, die Knöpfe setzen nochmal coole Akzente und einfach ansonsten definiert sie sich eben über den Schnitt, über die Farbe und so und über die Cleanheit definiert sie sich quasi auch. Was ich sehr, sehr, sehr cool finde, ist halt wirklich deutlich eleganter schon. Ist halt etwas, was ich nicht genau wüsste, wie ich es in meinen Style integrieren soll, aber trotzdem sehr cool finde und eigentlich Bock darauf hätte. Sie kostet 125 Pounds, meine ich. Keine Ahnung, was das in Euros sind, vielleicht schreibe ich sie irgendwo hin. Eine coole Jacke auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass Cold Laundry aus Amerika kommt, was eben nachteilhaft wäre, weil man das dann eben verzollen müsste. Vielleicht so. Vielleicht hat man noch Glück. Aber trotzdem eine coole Jacke auf jeden Fall. Generell Cold Laundry hat einen sehr, sehr coolen Stil, den die Marke eben verfolgt. So sehr clean. Gefällt mir einfach sehr gut irgendwie. Und yes. So, und zuletzt eben ein COS Satin Mantel in Schwarz. Einfach ein ganz normaler Mantel. Sehr schlicht, sehr clean. Nichts drauf. Halt ganz normal diese Mantelknöpfe, diese großen, auf jeden Fall ganz cool. In so einem schwarzen Farbton eben, ganz, ganz clean halt. Ich persönlich finde in letzter Zeit Mantel wirklich sehr cool. Seit einem halben Jahr oder so finde ich Mantel immer, immer interessanter. Ich meine, ich hatte mal einen in meinem Gravy oder ich habe den Part wieder rausgeschnitten, weil das Video sonst lang gegangen wäre. Das habe ich tatsächlich öfter mal. Auf jeden Fall so ein Ada-Error-Mantel habe ich mir da vorgestellt. Ich mag braune Mantel irgendwie etwas lieber. Die geben mir einen cooleren Vibe. Kann ich, glaube ich, cooler kombinieren so, wenn die jetzt so Earthtone-mäßig sind. Aber trotzdem, das hier auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Mantel. Kostet, glaube ich, was Mantel angeht, auch immer eine relativ gute Anlaufstelle. 175 Euro soll der hier kosten. Ist, denke ich, ein fairer Preis, wenn man da mal bedenkt, dass man sonst so viel Mantel ausgeben kann. Mantel kann man ja bestimmt sogar ins 4-5-Stellige gehen, so. Aber das ist, denke ich mal, ein guter Anfängermantel, wenn man es so nennen will. Etwas edleres mal. Für die, die eben diesen Vibe auch gerne mal so verfolgen wollen und so. Manche, glaube ich, auf Dauer auch so ein Must-Have im Kleiderschrank, was ich mir irgendwann bestimmt auch mal ziehen werde. Einfach, weil man eben relativ coole Outfits mit Manteln kreieren kann, die jetzt so außerhalb dieser Streetwear-Bubble sind. Wirklich cool, so auch in Kombination mit meinen Chelsea-Boots oder so. Auch wirklich sehr, sehr feierbar, denke ich. Und Mantel eben auch so sehr vielseitig kombinierbar, so mehr Streetwear-lastig. Dann aber auch so wirklich sehr, sehr edel und so. Das habe ich ja schon öfter gesagt, dass das mir bei Kleidungsstücken immer sehr, sehr gut gefällt. Deshalb eben auch bei Manteln. Ich habe noch keinen wirklich perfekten Mantel für mich gefunden.
Ich habe jetzt nur für dieses Video einfach mal diesen von COS rausgesucht, so als Beispiel quasi, der halt so für Mantel im Allgemeinen stehen soll. Und yes, das wären dann jetzt eben alle 6 Übergangsjacken, beziehungsweise auch ein Mantel eben. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls euch irgendwas davon gefallen hat oder falls ihr auch noch andere coole Übergangsjacken kennt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und yes, das wär's dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn das ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal und das wär's von mir. Bis dahin, ciao.